Willkommen auf Wohnmoblog. Unsere Markise muss ausgetauscht werden. Warum? Nun, manchmal reicht ein kurzer Windstoß. Man ist spazieren und das Gewitter zieht über den Campingplatz. Ein Sturm fegt über die Wohnmobile und Zelte reißt alles mit sich. Die Markise nicht richtig befestigt, erwicht es dabei meistens als erstes. Der Wind fährt unter das Dach und hebt es in Windeseile an, so schnell, dass nicht einmal direkt daneben stehende Menschen die Stangen zu fassen bekommen. Meist schlägt es dann die Markise komplett übers Dach, die Gelenke aus Aluminium brechen, die Hebel sind so stark, dass ein Teil der Wand bricht oder die Deck-, die Dachkanten eingedrückt werden. Wir tauschen aber die Markise aus einem anderen Grund aus und wie das geht und dass man das durchaus selber machen kann, zeigen wir euch in diesem Clip. wir haben einen anderen grund unsere markise auszutauschen warum auch immer ist unsere markise zu kurz konzipiert wenn es regnet fließt ein steter wasserstrom am rand der markise nach unten immerhin nicht zwischen wand und der markise runter sollte das bei euch auch der fall sein verlinke ich euch jetzt auf womoblog ein dichtband um abhilfe zu schaffen der wasserstrom bei uns ist wirklich ärgerlich denn Solltest du die Stauklappe öffnen müssen, zum Beispiel, weil man wegen des schlechten Wetters die Stühle verstauen will, läuft einem das Wasser in den Unterboden. Total bescheuert geplant. Ich habe schon versucht, einen Ablauf quasi als Regenrinne oben an der Markise anzukleben, dass das Rinnsal an der Klappe vorbeiläuft. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass wir mit Tisch und Stühlen und offener Tür immer das Problem haben, dass einer neben der Markise sitzt. Auch wieder blöd, wenn es fusselt oder richtig regnet. Fakt ist, die Markise ist zu klein und hätte von Werk aus länger sein können. Also ist es an der Zeit, die Markise gegen eine längere auszutauschen. Und das ist gar nicht so schwer, ja, wenn bei uns nicht wieder eine Besonderheit wäre. Aber dazu kommen wir gleich. Erst einmal muss die alte Markise runter. Das ist viel einfacher, als man denkt. An der Unterseite die Schrauben lösen, dann hängt die Markise nur noch in der Halterung. Und jetzt am besten mit zwei Mann die Markise abnehmen. Die Markise wiegt nur 25 Kilo. Zu zweit abheben, fertig. Jetzt könnten wir die neue Markise anbringen, aber bei mir ist ja immer ein Aber. Oder irgendwie klappt nie etwas auf Anhieb. Die alte Markise ist 3,75 Meter, die neue ist nun 4 Meter. Und bei uns ist die Fiamma-Markise mit einer durchlaufenden Schiene an der Wand angemacht. Das hat den Vorteil, dass die Last sich auf die gesamte Front verteilt. Standardmäßig wird die Markise mit drei oder vier Befestigungen, die durch die Wand gebohrt werden und ihnen zur Lastvergrößerung äh, gekontert werden, befestigt. Dann bleibt aber ein Spalt zwischen Markise und Bordwand, den ihr abdichten müsst, damit kein Wasser durchläuft. Wir haben so eine Schiene, das Wohnmobil ist von 2015 und damals wie heute gibt es diese Schienen in dutzenden Varianten für die unterschiedlichsten Hersteller für Kastenwagen oder besondere Formen. Schaut am besten auf der Internetseite von Fiamma nach. Da jetzt die bei uns verbaute Schiene logischerweise zu kurz ist, habe ich mir für das Fahrzeug eine geeignete Euramobil-Schiene mitbestellt. Von der Form her passt sie. Nur leider war die 2015er Schiene dünner. Mist, jetzt kann ich die alte Schiene nicht einfach verlängern. Also habe ich mal in der Community gefragt und die allermeisten meinten, ich sollte die alte Schiene komplett gegen die neue tauschen. Nee, liebe Leute, diese alte Schiene ist geklebt und geschraubt. Die Schrauben sind schnell entfernt, aber so eine Schiene von vorne bis hinten mit Sikaflex an der Wand verklebt. Dann über die komplette Länge mit einem Schneiddraht abziehen, ohne dass das GFK etwas abbekommt. Das ist mir viel zu aufwendig und gefährlich. Da geht es vielleicht aufs GFK. Nee, da muss ich was anderes erfinden. Die Idee, ich schneide diese Schiene in Einzelteile und setze sie wieder passend zusammen. Halt schmale. Schweißen ginge auch, aber alle Schweißen braucht Schutzgas und das habe ich jetzt nicht. Also Nieten. Dann sind wir mal ehrlich, es geht um die letzten 40 bis 50 cm. Da muss kein großes Gewicht gehalten werden. Apropos Gewicht, die neue Markise wiegt übrigens gerade mal 3 Kilo mehr wie die alte. Das war auch ein Grund, warum ich das hier überhaupt mache. Wir haben ja alle Gewichtsprobleme, aber an diesen 3 Kilo wird es am Ende nicht scheitern. Okay, weiter im Text. Ich habe also ein 40 cm Stück der Aluschiene in drei Teile zersägt. Und dann passend der alten Schiene kürzerhand vernietet. Löcher rein, Nieten rein. Bisschen fummelig, aber am Ende passt die Schiene genau zur alten. Jetzt die Seitenwand reinigen und mit Waschbenzin entfetten. Die Schiene mit Sika in die gleiche Flucht wie die alte Schiene kleben und mit Spangen sichern. Am nächsten Tag schon war das ausgehärtet und auch nur mit Sika und ganz ohne Schrauben hält das. Jetzt kommt die neue Markise. Und die solltet ihr unbedingt zu zweit hochheben. Sie ist gar nicht so schwer. Das schafft man auch alleine, aber sie ist durch die Länge einfach so unhandlich und man rennt sich ganz schnell ein Loch in die Wand. Also lieber zu zweit einhängen, einrasten lassen, sitzt. Jetzt noch Blechschrauben durch die Löcher der Schienen in die Markise und schon sind wir fertig. Wie gesagt, wenn ihr keine Schiene habt und die erst noch anbringen müsst, oder? Einfach die mitgelieferten Halterungen benutzt, ist das auch nicht viel schwerer. Die Halterungen an der Seitenwand ausrichten und aufkleben und dann durchbohren und mit den Schrauben durch die Wand und den Platten kontern. Echt kein Hexenwerk und wahrscheinlich in Summe schneller und einfacher wie mein Schienenproblem. Die neue Markise ist nun dran und sieht doch jetzt richtig gut aus. Noch ein Satz zum Wind. Es passiert gar nicht so selten, ein einziger Windstoß reicht da schon. Wir haben das in der Schweiz in Brunn auf dem Campingplatz erlebt. Ein schmales Tal und es ist Föhn. Wir hatten es fast windstill, aber es lag so eine komische Ruhe in der Luft, damals habe ich Nadja gebeten, die Markise einzufahren und wir haben vom Kastenwagen aufgeräumt. Wir hatten kaum die Markise eingepackt, als ein einzelner Windstoß durchs Tal raste und rundherum alle Zelte und Markisen weggerissen. Das ging so schnell, dass man überhaupt keine Zeit hatte, irgendetwas festzuhalten. Und da die meisten Urlauber unterwegs waren, sammelten wir für die dann etliche Zelte und Markisen ein und versuchten, die Sachen zuzuordnen. Als die Leute dann zurückkamen, gab es ein großes Hallo. Denn auf dem Berg war von einem Sturm nichts zu spüren gewesen. Seit diesem Januar in den Bergen sind wir, was die Markise angeht, viel vorsichtiger. Wir spannen sie immer ab. Die für uns beste Lösung, haben wir einmal in einem Clip vorgestellt, verlinke ich euch. Diese großen Schrauben von Wurmi geben uns die größte Sicherheit. Und trotzdem, wenn wir länger nicht am Wohnmobil sind, eine Radtour machen oder wandern gehen, dann fahren wir die Markise immer ein. Mit diesen neuen Clips an den Wurmis und den passenden Sturmleiden geht das in Sekunden schneller. Zwei Händler, mit denen ich gerade über das Thema gesprochen habe, konnten mir einige aktuelle Bilder schicken. Meist zerreißt es die Stangen, die Gelenke brechen und wenn es ganz hart kommt, gibt es auch Löcher in der Außenwand. Und das passiert jeden Sommer etliche Male. Die Reparatur der Markise ist dann kaum möglich. In der Regel wird die Markise komplett ausgetauscht. Aber wie ihr gesehen habt, kann man das durchaus auch selber machen. Vielleicht hilft euch dann unser Clip dabei. Wenn ihr nun weitere Tipps und Do-It-Yourself-Anleitungen sucht oder Reiseberichte, ja, dann schaut doch einfach jetzt mal auf WoMoBlog. Abonniert unseren Kanal und schreibt uns jetzt am besten hier unten einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal.